Johannes Rau brach das Gymnasium ab und machte eine Lehre als Verlagsbuchhändler. Nach der Lehre wurde er Lektor und 1965 Leiter eines Verlages. Auch ohne Schulabschluss gelang es ihm, Bürgermeister von Wuppertal, Wissenschaftsminister und Ministerpräsident von NRW zu werden. Er war Kanzlerkandidat der SPD und Bundespräsident. Sein Leben war voller Höhen und Tiefen. 2000 gründete er eine eigene Stiftung, die Johannes-Rau-Stiftung. Er ist berühmt geworden als Ministerpräsident NRW, als Vorsitzender der NRW-SPD und 1998 wurde er der 8. Bundespräsident. Er setzte sich gegen Ausländerhass ein und setzte sich ab 2000 für Kinder ein. Die Situation der Kinder in der Welt. Er war Schirmherr der Initiative Schüler helfen. Er hat sich im Kinderhilfswerk Plan International engagiert und war Mitglied der Else Lasker Schülergesellschaft. Er hat sich für nachhaltige Bildungspolitik eingesetzt. Er hat nichts Gefährliches gemacht, aber ich traue mir nicht alles zu. Ich habe Sorge, dass eine junge Generation heranwächst, die von allem der Preis und vom Nichts den Wert kennt. Wir sollten unseren Kindern nicht vorgaukeln, die Welt sei heil. Aber wir sollten ihnen nicht die Zuversicht wecken, dass die Welt nicht unheilbar ist. Ich halte, weil ich gehalten werde. Wer Minderheiten angreift, der legt einen Sprengsatz an das Fundament unserer demokratischen Gesellschaft. Was immer ein Mensch getan hat, er bleibt ein Mensch. Nur wer eine innere Heimat hat, kann sich auf den Weg machen. Versöhnen statt spalten. Das Ideal meiner Politik ist es, das Leben von den Menschen im Laufe des Jahres ein Stück menschlicher zu machen. Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe und Solidarität sind nicht käuflich, aber sie sind unbezahlbar und weder durch Gesetz noch durch Verordnung zu erzwingen. Sie müssen praktisch gelebt werden. Also bei Schule ohne Rassismus stimmt alles überein. Bei Schule mit Courage so fast alles, bis auf offen mit Spaß und Freundlichkeit, in Konfliktsituationen gut handeln und verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt.